Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und Freunde, heute passiert es. Wir schauen rechts oben. Wir haben über 20.000 Reward Points. Und wir gehen in den Store, denn ich habe da mal kurz nachgesehen. Specs, es sind da die Xander Schaufele Driver Specs. Und die bringen uns ja einiges an Power und Accuracy Control dann nicht ganz so stark. Und dann gibt es noch mehr Spec, hier nämlich die Sungjae Im's Driver Spec. Da haben wir etwas weniger Power, dafür mehr Kontrolle. Und jetzt bin ich natürlich echt am Überlegen, weil wir müssen uns auf jeden Fall auf die PGA Tour vorbereiten. Und im Moment haben wir gar nichts auf unserem Driver. Das heißt, wir haben gerade mal 25 Punkte überall. Und jetzt ist die Frage, mehr Kontrolle und Präzision oder doch ein bisschen mehr Power. Aber ich bin der Meinung, wenn wir uns die Xander anschauen, dann haben wir ja doch ein bisschen mehr Power drauf, aber Accuracy und Control ist eigentlich auch deutlich gesteigert gegenüber den 25, die wir ja im Moment haben. Und deswegen lasst uns diese hier kaufen. Yo! Bingo! Somit haben wir nochmal unseren Golfer hier mal richtig gepusht. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch auf unseren Golfer hier draufpacken. Und das finden wir hier unter Equipment. Zack! Und da ist unser Driver und ihr seht es. So, Quatsch, hier müssen wir hin. Hier sind unsere Specs. Das ist unser Standard-Spec 25, Driver 280 Yards. 285 Yards, naja, das ist jetzt nicht der Burner, aber ihr seht es ja, die grünen Balken bringen uns richtig schön nach vorne. Das heißt, das packen wir hier drauf. Und ich überlege gerade, nee, die anderen Driver, die anderen Winkel bringen uns auch nicht mehr. 285 ist im Moment das Beste. Also dann lassen wir das auch so, wie es ist. So müsste das jetzt eigentlich passen. Ja, also die Specs sind drauf. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das dann hier jetzt beim Spiel auswirkt. Denn wir wollen in die nächste Runde im Karrieremodus. Ist die siebte Woche steht an und zwar die Oregon Championship Bandon Dunes Golf Resort. Und wir werden das Ganze wieder anpassen. Das müsste eigentlich jetzt kommen, oder? Jo, genau. Career Settings werden wir anpassen. Die Difficulty lassen wir bei 95, weil wir ja eigentlich immer gesagt haben, wir wollen ein bisschen besser sein als das Feld. Und wir dürfen halt immer müssen daran denken, das wird sich natürlich ganz anders dann auf der PGA Tour darstellen. Wir lassen jetzt mal die 95, aber ich würde gerne Round Type Full. Aber wir machen, nee, stopp, wir machen Quick. Genau, und das heißt, Quick Rounds, you will only play the most important holes of the tournament. Also, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann darstellt. Es geht über vier Runden, aber wir spielen nur die wichtigen Bahnen. Da bin ich mal gespannt, was dann am Schluss bei rumkommt. Das Ganze ist also ein kleiner Test. Wir werden diese Runden, diese Änderungen so akzeptieren. Jupp. Und dann soll es eigentlich losgehen. Wir gehen nach Oregon. Wir akzeptieren das. Round Type Quick. Rounds per Even Event 4. Jetzt überlege ich nur, sollten wir auch... Nee, wir machen auch mit Überflug und dem vollen Programm, damit wir auch ein bisschen mehr Spaß haben. Jetzt schauen wir mal, wie hier das Ganze vom Wind ist. 2 bis 4 Miles per Hour. Also da sollte uns der Wind keine großen Probleme machen. Steht denn schon was im Leaderboard? Ist da schon was zu sehen? Aha, okay. Wir sind 24 Schläge haben wir schon drauf. Plus 1. Okay, geteilter 44. Und der Führende hat minus 9. Okay, alles klar. Das nenne ich jetzt mal eine Herausforderung. Ja, das nenne ich jetzt mal eine Herausforderung. Ich lasse die Settings, wie sie sind. Wir legen los. Die Bandon Dunes, Bandon, Oregon. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe.
From the rugged Pacific coast of Oregon, it's opening round coverage in the final event before the playoffs, the Oregon Championship. We've got a full field ready to get rolling on this Thursday as we get a look at the early leaderboard. Some good names up there, including our leader. We make our turn away from the ocean now and head to the par 4 7. At 411 yards, it offers a nice wide fairway to sort of bomb away into. That will likely leave an uphill approach for the second, the green that is one of the more difficult on the course. Let's get out to the play as we pick things up at the par 4 7. So, wir schauen uns mal die Spielbahn von oben an. Wir sind jetzt also schon bereits an der 7 und haben uns doch tatsächlich an der 2 ein Bogey eingefangen und den Rest Birdie gespielt. Okay, das Spannende an dieser Bahn ist mit Sicherheit der Drive, kein Problem, den irgendwo hinzusetzen. Aber je weiter man rechts liegt, desto mehr muss man, ich sage mal, auf die verdeckte, auf die nicht sichtbare Fahne spielen. Da ist natürlich die linke Seite wesentlich komfortabler, um dann hier hoch zu spielen. Aber die Höhe macht es natürlich, 18 Fuß. Das wird auf jeden Fall interessant. Also der Wind wird heute nicht das Problem sein. Wir werden versuchen, den hier einfach hier in den Hügel, in diese Hügelfelder rein. Und wenn wir Glück haben, rollt er uns noch da hinten rein. Dann können wir mit einem Pitch hochkommen. Okay, Freunde, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt mit unseren neuen Driver-Specs dann darstellt. Und vor allen Dingen mit minus 9. Wir sind also schon mal 10 Schläge hinten dran. Also, ich wünsche uns hier auf diesem Kurs ein schönes Spiel. Gonna work this up that left-hand side. So, 274 im Flug und da rollt er noch runter. So war der Plan. Okay, er liegt noch im Fairway. Ja, da müssen wir uns ein bisschen jetzt an diesen Driver gewöhnen. Let's bring in Nota Begay the third. Nota, this player very simply has the look of a winner. The bounce in the step, the smile, the ease with which they're playing this next round. Nothing like getting that first win in your hip pocket, right? You know it. Well, over the course of your career, there's a handful of things that you always remember. You remember your first win as a junior golfer. You remember your first big win as an amateur. Now, your first win as a professional sticks in your mind for the rest of your life, but this is the professional game. You've got to keep building. So, also 21 Fuß nach oben, aber nur mit einem Wedge. Das heißt, der Ball geht straight nach oben und wird dann nur runterfallen. So, das Thema ist, wir müssen dann natürlich mindestens ein Eisen mehr nehmen. Und er sollte eigentlich keinen Spin machen, aber er wird auf jeden Fall deutlich kürzer sein. Und dann kommt er hinterm Stock runter. Der Wind drückt ein bisschen nach rechts. Also das müsste doch reichen, wenn wir den so weit schlagen. Dann müsste er definitiv hoffentlich auf dem Grün aufkommen. Okay. Ja, na, sogar ein bisschen viel, aber hat er Spin? Nein, schade. Okay, dann ist er fast doch so weit geflogen, wie wir ihn angezielt haben. Ups, ups, ups. So, jetzt wieder ein Pitch, wie an der 18 in Bend. So, 14. 9, 8. Es geht ja deutlich nach unten. Ah, es geht nach rechts. Und es geht deutlich nach unten. Das heißt, er kriegt nochmal Speed. Ein Pitch. Okay. Ah, yes. That's such excellent get from behind the green. And that one goes down for an unlikely birdie. The eighth hole here at Bandon takes us back toward the ocean. It's a par 4 at 385 yards, so it's not a long one if you can successfully navigate or vomit over those two fairway bunkers. You could leave yourself with not much more than 50 yards or so for your approach. So, wir haben jetzt welche Bahn vor uns? Das ist die 8, also okay. Ein paar 4, 358 Yards, ist also verhältnismäßig kurz. Ich wollte eigentlich sowieso mal kurz ins Leaderboard auch reinschauen. Minus 9, es ist die erste Runde. Okay, minus 3, dann kommt man irgendwann hier in die Top 10.
13. Okay, minus 2. Mit minus 3 kommt man in die Top 10. Also ist es natürlich klar, wir müssen als allererstes wieder den Cut schaffen, um Punkte zu machen. Das muss das oberste Ziel sein. Das. Oh, oh. Ach du Schande. Ja. Okay, jetzt sehe ich das erst, die Bunker hier in der Mitte. Die sind natürlich interessant. Wollen wir hier ja tatsächlich rein mit den, mit dem Drive? Der wird rollen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der ganz schön rollen wird. Da brauchen wir eigentlich keinen Driver. Da nehmen wir das Holz. Das Wichtige muss sein, dass wir ins Fairway kommen. Ja, komm, spring nach rechts. Ah! Genau das hätte er nicht tun sollen. Mit dem Driver wären wir drüber gewesen. Okay. Aber es sieht so aus, okay, mit dem 60er können wir auch nicht viel höher spielen. Also das heißt, da müssen wir drüber kommen. Aber aus dem Bunker 81 bis 90. 81 bis 90. Ah, wieder falsch rum. Finesse, okay. Wir werden mindestens einen Schläger verlieren. Kommen wir hier rüber? Ja, wir kommen rüber. Ein bisschen noch rüber. Okay. Ein bisschen über rechts noch, weil er wird dann rüber springen. Das kann also nicht verkehrt sein, wenn er hier rechts vom Stock landet. Und auf keinen Fall zu kurz. Okay. Ja, der geht Richtung Fahne. Er geht Richtung Fahne. Jetzt wenig Spin. Fairway bunker shots from a long distance. You've got to hit it clean. And but when you do, you can still hit it close. Great shot. Ja. Vom Fairway könnte es ja jeder, ne? It's for birdie. So, nächstes Birdie. Leicht über links, so wie es aussieht. Leicht über links. Wenig Break. Ja, und auch nicht groß mit Gefälle. Yes, getting hot here just before the turn. That's birdies now at 7 and 8. So, kommen wir zur 9. The 8th was a short par 4. Yep. Nothing short about our closing hole here on this front side. The par 5 9th topping out at 585 yards, the longest hole on the course. That said, birdie is certain not out of the equation. That is, if you can avoid the pot bunkers in the landing area off the tee. Ja, das Ganze ist natürlich schon wieder so Linkscharakter, aber ist ja auch klar, heißt ja auch. Das heißt hier so ein bisschen die Dünenlandschaft mit den Bunkern dazwischen. Und das ist natürlich ganz klar, man muss hier versuchen, eigentlich auf die rechte Seite zu kommen. Dann hat man den kürzeren Weg zum Grün, kann mit dem zweiten Schlag das Grün erreichen. Wenn wir hier links gehen, wo wir natürlich ein bisschen mehr Platz haben, dann haben wir natürlich den längeren zweiten Schlag. So, wir müssten doch eigentlich diesmal, genau, mit dem Wind hier eigentlich an diesem Bunker vorbeikommen. Ja, wenn wir hier vorbeikommen, dann rennt er rechts hoch und dann geht es eigentlich wieder links runter. So müsste es doch passen. Und wir haben auch noch ein bisschen Rückenwind. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Driver jetzt mittlerweile drauf hat. Also, das passt auf jeden Fall von der Richtung. 281 und er rollt. Da sollten wir doch wirklich mit dem zweiten das Grün angreifen können. 337, 241, ich denke ein Eisen 4. Ah, das Hybrid. Aber wir haben Rückenwind. Eisen 4 und reinrollen lassen. Wir müssen nur aufs Grün kommen. Aber das ist natürlich immer die Sache. So wie die rollen, rollt er hinten durch. Hm. Er hat Rückenwind. Okay, die Richtung passt soweit. Wenn wir ihm noch ein bisschen einen Fade mitgeben, wird er etwas kürzer. Wir können ihn auch höher anspielen. Aber das Vierer ist halt immer gefährlich. Das rollt immer durch. Das Fünfer würde vorne ankommen und würde rollen. Wir probieren es mal mit dem Fünfer. Im Zweifel ist es halt dann ein Pitch.
werden hier noch ein kleines bisschen versuchen zu faden. Ja, komm vor dem Grün auf und spring. Genau, und roll drauf. Sehr schön, sehr schön. That's it. Two solid shots right there, Frank. Certainly taking advantage of this par 5. Comfortably on for two. This one just about straight at it for Eagle. Ja, wir sehen es schon. Das ist ein Platz, wo wir wieder mehr mitdenken müssen. So ähnlich wie in St. Andrews, wo einfach die Bälle mehr rollen. Wir müssen immer dran denken, dass da viel mehr Roll drauf ist auf den Bällen. Okay. Es geht bergauf, 5 Inches, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall 2 Kästchen, ein bisschen mehr. So, wie heißt es immer so schön? Ein Eagle-Putt darf man nicht zu kurz lassen. Unabhängig davon geht das Ganze über rechts. Wir haben Speed drauf, so viel ist es nicht. Zwischendrin ist sogar sehr wenig, also es geht erstmal stark, dann langsam wieder etwas stärker. Okay, probieren wir es mal so. Ah, zu viel. Ein Stückel zu viel. Ah, damit hätten wir uns natürlich sofort in die Top 10 geschossen, glaube ich. Aber das Birdie wird uns auch helfen. Aber immer dran denken, niemals das Birdie notieren, bevor man es auch gespielt hat. Leicht über links. Okay, he'll finish that off from a couple of feet away, and that is a birdie. Ja, ja, hier mit dem Bogey an der 2, ne? Und jetzt zeigen wir euch mal, wie es geht hier. 3 Birdies in Folge. 12. We begin the back 9 here at Bandon Dunes with a par 4, measuring out at the 380 yards. It's yet another hole where that blue ocean catches your eye in the distance beyond. This hole, fairly straightforward. But big hitters should take note of that pot bunker that sits about 30 yards short of the green. So, jetzt an der Stelle natürlich wieder ein kleiner Gedanke zu dieser Spielform, die wir bis jetzt ja noch nicht gespielt haben. Die Frage ist ja, kriege ich irgendwie eine Info? Also spielen wir jetzt die restlichen 9 wirklich durch? Das heißt, kann ich mich darauf einstellen? Kann ich ein bisschen planen? Wo greife ich an? Wo gehe ich praktisch nur aufs Pärchen? Oder wird dann irgendwann gesagt, wir springen hier zur 17 und 18 und dann ist rum und ich habe keine Möglichkeit mehr groß einzugreifen? Ich weiß es nicht. Aber ich denke jetzt, nachdem wir hier praktisch direkt an der 7 begonnen haben, die ersten 6 Loch uns geschenkt wurden, in Anführungszeichen. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie diese Spielform weitergeht. Also 350 Yards, das ist auch wieder ein Drivable Par 4 sozusagen. Aber jetzt natürlich geht das Ganze über rechts. Diesmal werden wir es mal versuchen mit dem Driver. Ja, es ist wie gesagt alles machbar, weil wir heute kaum Wind haben, der uns eigentlich hier in die Quere geht. So, die Fahne ist eigentlich mehr dort, aber wenn er dann hochrollt, müsste er ein bisschen rechts rüberrollen hier über diese Welle. Lassen wir uns überraschen, was hier der Kollege macht. So, also die Drives gefallen mir auf jeden Fall von der Richtung her und allem. So, die Power reicht, um da hochzukommen. Gut. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man oben auf der Kuppe ist, dann sieht man wenigstens, wo man hinspielt. Sehr gut. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, man sieht's, ja, man sieht's. Das hier natürlich auf der, da ist, die Fahne steckt praktisch da oben auf einem Rücken. Und da geht es links runter und es geht rechts runter. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, wo kriege ich den Pitch hin, wie dann der Ball springt. Um diese Gefahr etwas zu minimieren, müsste man eigentlich einen Flopshot machen, damit er schnell zum Liegen kommt, damit er möglichst dicht an die Fahne kommt und dann eben nicht mehr weit rollt. Beim Pitch wird er halt auf jeden Fall noch rollen. Und wenn er halt die Welle falsch erwischt, dann rennt er uns weg. So, so bleibt er uns wenigstens liegen. Und das müsste eigentlich jetzt relativ weit oben sein, wo wir wenig Break haben. So, es geht leicht nach unten. Aber wir müssen über rechts. Wie viel über rechts müssen wir? Ja, das ist schon etwas. Das ist schon etwas. Aber die Entfernung ist nicht so viel.
Let's say he should have made that. Ja, wir sind dicht dran. Wir sind dicht dran. Aber geschenkt wird uns hier auch nichts. Oho. Bricht der jetzt nach links runter? Weil wir hinter dem Putter geht's links runter. Und vorne ist es nach rechts. Ach du Schande. Was heißt das jetzt? Bisschen mehr Gas. Ja. So that in for par to start this back side. And he'll stay at 200. So, wir sind wieder 13. Das heißt, es tut sich ja da noch was auf dem Leaderboard. Now a par 4 at 452 yards. Best to keep it down the middle or to the right off the tee. That leads to an uphill second where you'll most likely have to take it right over that bunker that guards the front right portion of the green. Ja, auch das ist ein spannendes Par 4. Oder ist es jetzt ein Par 3? Das habe ich gerade nicht aufgepasst. Doch, es ist ein Par 4. Wann kommt denn da ein Par 3? Noch haben wir kein Par 3 gehabt. Dann schauen wir mal kurz auf die Scorekarte, die 12, dann wieder ein paar 5, wo wir vielleicht wieder ein Birdie spielen oder bis Sicherheit versuchen müssen, ein Birdie zu spielen. Und die 18 ebenfalls. Okay, ist eine klassische Aufteilung, 2 paar 5, 2 paar 3, ein paar 72, klassische Aufteilung. Okay, auf dem Leaderboard, was tut sich da? Da sehen wir, dass die meisten vor uns alle drin sind. Das heißt, wir können das Feld aufrollen von hinten, oder? Ah, nee, da sind noch ein paar unterwegs. Da sind sogar welche hinter uns unterwegs. Okay. Okay, also, dann lassen wir uns mal überraschen. Konzentrieren uns auf unser Spiel. Auch hier, okay, sind die Bunker. Aber die dürften eigentlich... Ach, wir haben Gegenwind. Ja, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Wir hauen das Ding da einfach mitten rein. Ja, jetzt geht er ein kleines bisschen rechts, glaube ich. Nee, das passt. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, das Gefährlichste sind natürlich immer die Wellen. Ne? Wo kommt der Ball auf? Wo springt er dann hin? Wo rollt er dann hin bei den Längen? Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. We go to Iona Stephen. He's looking at 121 yards to the front of this green. 137 is the number you'll need to get it all the way to the flag. Pin tucks in the front left-hand portion of the green today. Okay, wir haben wir haben Gegenwind und es ist eine Erhöhte. So, deswegen würde ich hier gerne lieber ein Eisen 9 spielen, das heißt etwas länger rechts hinter den Stock. Mit Backspin brauchen wir eigentlich nicht rechnen. 142 Yard, da nimmt er den Wind auf jeden Fall an, den werden wir spüren. Okay. Ah, komm, bleib liegen. Ah! Doch viel weiter rechts hätten wir das spielen sollen. Schade, schade. Es macht halt einen Unterschied, ob man 7 Yards hat vom außerhalb des Grüns oder ob man putten kann. Ja, weil auch hier ist wieder die Gefahr. Wo kommt er auf? 2. Das ist ein Chip. 2. 3. Der müsste ja eigentlich mehr rollen. Wenn der aufkommt, müsste er nach rechts laufen. Und dann läuft er links runter. Wenn er genügend Speed hat. Aber das sollte ja eigentlich auch viel rollen. Oh, zu kurz. Das überrascht mich jetzt ein kleines bisschen. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. So then. Rushed in for par here at 11. Ach was. He'll remain in red figures at 1 under. Ach was, so läuft das. For the golfer we had our eye on, no other way to say it, Frank. Just not a real good day out there. It could be a short week, Rich. We can complain about the conditions and that, but look at the leaderboard. The rest of the field, they didn't have a problem. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Iona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf.
So sieht das jetzt also aus, wie ich mir gedacht habe, als irgendwas passiert und wir haben jetzt praktisch fünf Loch gespielt, ne? Die 7, 8, 9 und die 10 und die 11, das Paar 3, die 12 haben wir gar nicht gespielt. Also wir haben weniger Bahnen gespielt als das Drittel in Anführungszeichen, noch nicht mal 33% und der haut uns glatt hier 3 Bogies rein und ein Birdie, obwohl wir eigentlich so wie wir gespielt haben, hier vorne mit 3 Birdies und 2 Pärchen unter Paar spielen, haut er uns eine Überpaar-Runde praktisch auf den restlichen Löchern rein. Okay, das ist spannend. Naja, also, das heißt, wir sind jetzt mit minus 1 vom Leaderboard. Wir schauen aufs Leaderboard. Der Führende immer noch minus 9, 8 Schläge entfernt und 33. Also, das heißt, da müssen wir uns ein bisschen anstrengen, dass wir auf jeden Fall, und ich bin mal gespannt, ob wir dann, ich vermute mal, andere Bahnen spielen werden und nicht mehr die Bahnen eben 7, 8, 9, 10, 11. Ob wir dann hier tatsächlich den Cut schaffen oder ob wir uns gleich für die Finals vorbereiten können. Okay, das soll es dann auch gleich wieder fast gewesen sein, weil ich würde sagen, dann machen wir eben für jede Runde ein Video. Und wir gucken uns jetzt nochmal an, was wir bekommen, ob wir hier nochmal ein paar Gummipunkte bekommen für unsere Ausbeute. Total Tokens 100, nein, da kommen wir leider nicht weiter. Oder Pro Pass Level, nee, da fehlt uns für den nächsten Punkt, für die 18 fehlen uns noch 80 Tokens. Okay, so, dann würde ich doch sagen an der Stelle recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wieder mal für eine Runde hier bei mir, EA Sports PGA Tour. Wir spielen Golf und zwar die Korn Ferry Tour und versuchen uns zu qualifizieren. Eigentlich nicht mehr, wenn wir ehrlich sind. Wir haben uns qualifiziert für die PGA Tour mit 4 Turniersiegen und wir haben uns im Prinzip schon qualifiziert für die Finals der Korn Ferry Tour. Aber die möchte ich unbedingt durchspielen, weil da gibt es auch noch mal Punkte, ordentlich Punkte, wenn wir da noch mal gut abschneiden. In welchem Modus wir da spielen, das müssen wir uns überlegen. Aber ich denke, das Final Pebble Beach, das werden wir dann wieder richtig spielen mit allen 4 Komplettrunden, weil Pebble Beach ist halt einfach ein Platz, den man gesehen haben muss. Ich sage recht schön Dank und wir sehen uns im nächsten oder in der nächsten Runde wieder und da bin ich mal gespannt, von wo wir da beginnen und welche Bahnen wir spielen. Ich wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis dann.